Moin zusammen und willkommen zurück zu Outlast. Ich schaue, dass ich euch aktuell alle zwei Tage eine Folge hochlade. Meistens kommen sie nahezu in Echtzeit. Also ich nehme auf und dann geht's los. Ja? Also ich nehme auf und ein paar Stunden später habt ihr die Folge. Deswegen kann ich relativ zeitnah auf alles reagieren. Kurze Zusammenfassung vom letzten Mal. Wir waren eben in der Kanalisation. Der Fette ist uns ultra auf den Spuren. Also der uns immer kleine Schweinchen nennt. Wir haben es bisher geschafft auszuweichen. Einmal hat er uns bekommen oder zweimal, weiß ich nicht. Und jetzt stehen wir hier in so einem wunderschönen Gang. Batterien haben wir fast keine mehr. Und hier jetzt gespeichert, also gehen wir hier mal wieder rein. Und ich würde sagen, wir... Na, der Kaffee ist noch zu heiß. Mal schauen. What? What the fuck? What the fuck? Ah, fuck! Oh, damn it! Das war mega frech. Das Miese ist... Oh! Das Gute ist, hier ist nicht mehr hinter uns her. Das Schlechte ist, hier ist gerade noch einer langgerannt. Und ich bin aus Panik jetzt einfach hier hingerannt. Jetzt müssen wir gucken. Ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass ich solche Spiele nicht mag? Ja, ne? Oh. Junge, ich fang schon wieder an zu schwitzen. Oh. Ich schwitze dann immer so an die Hände. Oh, ich merke gerade. Die Kamera beleuchtet sich komisch. Ja, ich habe mir ein bisschen was am Licht gemacht. Gehen wir mal durch. Nice. Nice. Hammer. Freut mich. Freut mich tierisch. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Wir gehen nochmal kurz runter. 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 Denn ich will nochmal kurz da vorne im Gang schauen. Ah. Ja. Der Restmüll. Nett. Echt nett. Okay, ich lauf einfach, ja? Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder so ein Verrückter mit dem Knüppel auf mich zu. Wie komme ich denn da durch? Ist hier eine Tür? Nee. Hört keiner. Hört keiner. Das Klopfen habe ich auch nicht gehört, ne? Ja. Cool. Er ist noch sehr heiß, ja. Lass mich in Ruhe.
Lass mich in Ruhe. Okay, wir müssen weiter. Das Gute ist, also das Gute, theoretisch können wir da unten uns wieder verstecken. Also hier unten. Das Schlechte ist, es ist sackdunkel da drin und das schreit schon wieder nach so einem Jumpscare. Ja, Was? Sinn? Was? Nee. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert. Mit Methode. Hm? An der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier. Dann die Zunge. Die Folter wird angeleitet. Die wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Hört sich echt nett an. Super nett. Ach, Mann, ey. Ja. Ich würde eigentlich auch schon mal gerne andere Sachen ansprechen, aber dieses Spiel erfordert meine komplette Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt einfach hier gucken. So ein Scheiß. Deswegen kann ich nicht viel über andere Projekte reden. Schön hier, ne? Ich finde ich auch. Ja. Ich glaube, wir müssen da weiter. Keine Ahnung, was passieren wird. Aber wir werden da vorne weiter müssen. Wie lange rumpelt's denn dann? Kann ich das gar nicht verstreichen lassen, zeittechnisch? Ah, fuck! Da muss gerade bei der Tür, da müssen wir lang. Das ist ja richtig toll. Ah ja. Klasse. Das freut mich ja richtig. Dass wir da lang müssen. Genau da. Shit. Shit.
Ah ja. Wie viel haben wir noch? Bisschen. Wir müssen sparsam sein. Ach ja, Mensch. Bleibt ja nichts aus. Könnt ihr, ihr geht vor, hm? Wie wär's? Ich warte hinten. Oder so. Also, ich hab da vorne, also hinter uns, in die Richtung gesehen, dass da so ein Schacht unten ist. Das wäre mein Fluchtplan, wenn ich jetzt angegriffen werde. Alter, ey, ich kack mich hier gleich ein. Fuck! Da ist ja gar kein Schacht! Das geht nur in einen anderen Raum! Okay, wir müssen wechseln. Ah. Oh. Oh Mann! Ah, keine Ahnung, ob ich das durchschaffe, das Spiel. Okay, da rumpt hier nicht. Ah, ja, mhm. Ja, mhm, mhm. Ja, ja, mhm. Geil. Hammer. Ich muss da immer ich muss mal kurz hier Pause machen, ja? Ich hoffe, es ist genehm. Ich muss bei dem Spiel hier immer an so Compilations von Steam-Bewertungen unter Horrorspielen denken. Und so. Willst du hier hoch? Ist gruselig, muss aufpassen, ne? Da willst du auf den Schoß? Warte mal, ich muss mal hier. Komm. Pflanz dich. Okay, doch nicht? Ah, der ist beim Schraubenzieher, warte mal. Machen wir kurz den Bit weg. Okay. Okay. Ja, leg dich ab. Danke. So, ich mach mal kurz, warte mal. Hier, ne? Mentale Unterstützung. Mal schauen, ob es klappt. So. Ich höre ihn. Im Bett. So, was machen wir denn jetzt? Da geht's raus. Warte mal. Doppeltür. Nur mal kurz. Die Doppeltür. Es gab mal eine Doppeltür. Das war noch auf der oberen Ebene.
Bevor wir ganz in der ersten Folge von dem Fettsack gegriffen wurden, da war eine Doppeltür, bevor es in die Engstelle ging und uns runtergeschmissen hat. Ob das die Doppeltür ist? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da jetzt durch kann. Irgendwas wird mich einsacken. Okay. Muss gerade kurz Pause machen. Mein Kater putzt sich, ich sehe das halbe Bild nicht. Bist du fertig? Boah, ich will sowas von nicht weiter, ne? Soll ich mal zurückgehen? Oder? Da geht's runter. Geh mal eben zurück und guck nochmal. Hat er nicht hier vorne sowieso irgendwo gespeichert? Ich hoffe doch. Ich guck nochmal kurz. Siehste. Dokumente. Wusste ich's doch. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Geht das? Kann man das so zusammensetzen, den Satz? Naja. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Okay. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten. Und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Klasse. Ja, hätte man auch nachlesen können. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ja. Ja. Ah ja, ich komme dann also da raus. Okay. Die Wernicke wartet dort auf mich. Wernicke? Die hat Angst vor Wernicke. War das nicht dieser ewig alte Doktor, der hier verstorben ist? Dr. Wernicke? Und Wallrider ist ja dieses Projekt, das also, beziehungsweise dieses Überwesen. So viel habe ich bisher mittlerweile verstanden. Naja, warum macht er es nicht? So, ich nehme mal kurz den Moment hier. Leute, ich habe gerade eine Abstimmung... Mein Gott. Was ist da mit dem Hals? Ich habe gerade eine Abstimmung gelaufen zu Skyrim, ob wir da überhaupt noch weitermachen sollen. Schaut doch mal kurz, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, wenn ihr doch abstimmen wollt, bitte nochmal abzustimmen. Denn, es müsste bald wieder an der Reihe sein, Skyrim aufzunehmen. So, ich muss hier runter. Das freut mich gar nicht, aber ich komme ja nicht drum herum. Das gefällt mir nicht. Ach da!
Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. 3, 4. Vierter Schlag und ich bin hin. Ich habe nicht so schnell geschaltet. Ich musste erst suchen. Fuck. So, also. So, muss ich jetzt hier rein oder raus? Das ist jetzt so die Frage. Ich verbarrikade mich hier erstmal. Nee? Okay, also muss ich da raus. Naja, die Musik wird nicht leiser. Hä? No. Weiter. Geile Flucht. Nicht. Ach du Fuck, ey. Okay, also. Jetzt ist so die Sache. Wo muss ich lang? Ich brauche mal kurz hier ein bisschen Ruhe. Wo muss ich lang? Wenn ich runtergehe, dann muss ich da durch den Trakt, aber... Ich glaube, ich muss da rüberspringen, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich nicht weit genug gesprungen bin, oder? Keine Ahnung. Ich guck nochmal. Also... Da lang. So. Speichert.
Er hat gespeichert, aber ich bin... Das war ein Bug. Denn ich bin eigentlich da runtergefallen. Kann ich hier rein? Das war ein Bug. Aber ich finde, das war schon maximal Action geladen. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Und es wird jetzt ein paar Tage kein Outlast geben, weil ich bin im nächsten Mal ein paar kurz weg. Ja, aber es gibt noch genug andere Content. Gothic, Skyrim, weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Dark Souls und so weiter. Wie gesagt, stimmt mal bitte bei Skyrim ab, ob ihr jetzt noch Skyrim oder was anderes wollt. Hier, Sonsaru hat ja guten Vorschlag gemacht. Wir können eigentlich Enderal anfangen. Ist keine schlechte Idee, ist ein geiles Spiel. Ich schreibe da auch gleich nochmal drunter. Ich will jetzt aber auch dir nicht zu viel über Skyrim labern. Es geht hier hauptsächlich um Outlast. Ich guck mal, wenn das jetzt ein paar Tage nicht online kommt, wie gut das so ankommt. Kann ich ja ein bisschen nachgucken, wie viele das so gucken. Ja, das Spiel ist schon echt anstrengend für mich, ne? Muss ich ja wirklich sagen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Peace.